Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zuallererstens, inshallah, die jüngeren Brüder, die nicht so viele Schmerzen am Rücken haben, sollen ein bisschen nach vorne kommen. Damit die auch vernünftig was mitkriegen. Alhamdulillah, heute haben wir einen Gast hier, der Bruder Hamza aus Mönchengladbach. Ich werde etwas kurz zu seiner Person sagen. Der Bruder ist 24 Jahre alt, ist verheiratet, kommt aus Mönchengladbach und ist auch dort in der Meschid des Sunnah zuständig für den religiösen Teil. Ist seit 6 Jahren Muslim, Alhamdulillah. Und studiert in Belgien an einer islamischen Fakultät, Alhamdulillah. Sein Thema wird sein, die Jugend und das Bewahren der Identität. Heutzutage haben Jugendliche es sehr schwer hier in Europa, diese Identität zu bewahren. Und inshallah wird er uns ein paar Nasihas geben, wie wir hier am besten klarkommen. Und inshallah hört ihr auch gut zu und am Ende werden wir auch inshallah ein paar Fragen zu diesem Thema beantworten können, der Bruder. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach das Wort. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welt. Wir loben Allah ta'ala, diesen Herrn, Geschwister im Glauben, Allah ta'ala, der barmherzig ist zu seinen Dienern, als seine Mutter zu ihrem eigenen Kind. Wir loben Allah ta'ala, der barmherzig ist zu seinen Dienern, als seine Mutter zu ihrem eigenen Kind. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, der sich freut über die Taube eines Muslims, der sich freut über die Reue eines Muslims. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, der uns erschaffen hat und uns zu Muslimen macht. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, der das Paradies erschaffen hat für den Muslim und die Hölle für den Kafir, für denjenigen, der abtrünnig ist, für denjenigen, der sündigt. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, den Herrn der Welt, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag, dem Allwissenden, im Allhörenden, im Allsehenden. Und wir bitten Allah Ta'ala darum, um Frieden und Segen auf das beste Vorbild der Menschheit, auf den besten Mensch, das beste Geschöpf, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf seine Familie, auf seine Gefährten und auf jene, die ihn folgen werden, auf jene, die ihn folgten und auf jene, die ihn folgen, bis zum jüngsten Tag. Meine Geschwister im Glauben, wie der Bruder sagte, wir werden heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Aber bevor inshallah, ich auf das Thema komme, möchte ich auf etwas aufmerksam machen. Und zwar, ich bitte euch, dass ihr euch jetzt nicht den Zettel, der hier vorne steht, euch täuschen lässt, dass der Sheikh draufsteht. Alhamdulillah, ich bin kein Sheikh. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt.
Ich hoffe, dass ich ein Nutzen sein kann für die Muslime, ein Nutzen sein kann für meine Geschwister, für Brüder und Schwestern. Aber natürlich, ich muss auch die Wahrheit sagen und ich darf mich nicht mit etwas betiteln, was nicht so ist. Es war dem Bruder, dass es passiert, dass er das so geschrieben hat. Wir haben das jetzt nicht geschafft zu ändern. Alhamdulillah, aber es ist nicht so. Also wie gesagt, ich bin kein Sheikh, also dass die Brüder auch denken danach oder die Schwestern, die können keine Fragen stellen, die ich Fragen beantworten kann. Ja, das geht nicht. Und dass man das nicht alle im Voraus hat. Dass man das im Voraus weiß nicht auch. Bi'idhnillah ta'ala, ich gehe dann auf das Thema zu. Und ich danke Allah ta'ala dafür, dass ich heute so ein wichtiges Thema sprechen oder ansprechen darf. Dass ich über so eine wichtige Sache reden darf. Meine Geschwister im Glauben, die Jugend ist das Wichtigste überhaupt. Warum? Weil die Jugend ist auch unsere Zukunft. Die Jugend, liebe Geschwister, sie ist die Zukunft des Islams. Warum? Weil die zukünftigen Imame, die zukünftigen Vorstände, die zukünftigen Muslime, die zukünftigen Mütter, die zukünftigen Frauen, die zukünftigen Schwestern sind alles die Jugend von heute. Weil die Jugend wird später alt und sie wird führen, liebe Geschwister. Aber bevor wir über die Identität der Jugend sprechen, müssen wir sprechen, liebe Geschwister, wer daran schuld ist, dass die Jugend heute nicht weiß, wer sie sind. Dass sie sich nicht mehr mit dem Islam auskennen und sich auch nicht mit dem Islam richtig bezeichnen können. Geschwister im Glauben, die Jugend heutzutage ist in sehr viele schlechten Dingen verfallen. Sie sind in falsche Orte, in falsche Zeiten. Sie sind in falsche Sachen, sie haben falsche Idole, sie folgen falsche Dinge. Und warum, liebe Geschwister? Weil die Jugend vernachlässigt wird. Weil die Wichtigkeit, die die Jugend hat, die jungen Muslime, die Wichtigkeit, die sie besitzen in der Religion, diese Wichtigkeit ihnen nicht gegeben wird. Wir nicht darauf achten, weil der Muslim heutzutage selbstsüchtig geworden ist, liebe Geschwister. Nur an sich selber denkt. Und somit das wichtigste Teil unserer Umma vergessen. Und glaubt mir, liebe Geschwister, jeder Muslim, den ihr draußen seht, auch egal wie schwach er ist, hat die Chance und er verdient die Chance, sich zu bessern. Und bei Allah, er besitzt auch die Kraft, sich zu ändern. Er besitzt die Kraft, sich zu ändern und er besitzt die Kraft, etwas zu verändern. Vor 6 Jahren, liebe Geschwister, lief ich auch im Dunkeln und habe Idole und andere Sachen angebetet. Und Alhamdulillah, ich danke Allah Ta'ala dafür, dass er mich recht geleitet hat. Denn die Rechtsleitung obliegt Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aber ich danke auch dafür, dass ich Freunde hatte, die jung waren, aber sich angefangen haben, sich mit der Religion zu interessieren und auch einen Teil mir von dieser Religion aufgeklärt haben. Und die das auch wichtig sahen und die auch einen super Umgang hatten. Aber liebe Geschwister, so jetzt müssen wir sehen, wir sind recht geleitet. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns recht geleitet. Wir sind auf dem Weg des Islams. Wir haben Wissen erworben. Wir sprechen vielleicht die arabische Sprache. Wir können Koran lesen. Wir lesen den Hadith des Gesandten alayhi salatu wa salam. Wir lernen die Religion. Aber was machen wir für diese Religion? Was geben wir den Jugendlichen? Wollt ihr wissen, warum die Jugend heutzutage ihre Identität verloren hat? Weil die Jugend kommt zur Moschee und wenn wir in die Moscheen hineingehen, sie sehen nur alte Leute vielleicht, die Koran lesen. Diese Leute bekümmern sich nicht. Oder sie sehen andere Leute, sie sitzen in der Moschee und sie sprechen über dumme Angelegenheiten. Sie reden über ihre Autos oder über ihre Häuser, die sie gekauft haben. Und keiner erklärt die Religion. Und wenn einer kommt, die Religion zu erklären, wird er von der Moschee verjagt. Weil die Leute, die die Moschee besitzen, meistens die Sache falsch verstanden haben. Welche Aktivitäten, welche Optionen eine Masjid hat. Und wir haben gestern von dem Sheikh, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen, wir haben gehört, was er über Masjid gesagt hat und welche Funktion eine Masjid hat. Aber leider, liebe Geschwister, viele von diesen Häusern, Allah subhanahu wa ta'ala, viele, die die Gemeinschaften gründen, haben die Optionen und die Funktionen einer Masjid vergessen. Und somit, liebe Geschwister, fehlt der größte Punkt, der größte Mittel, die wir für die Jugend haben, einzusetzen. Denn der wichtigste Mittel, liebe Geschwister, für die Jugend ist die Moschee. Wir wollen ja, dass die Jugend die Moschee als einen Zufluchtsort sieht. Dass die Jugend in der Moschee Zuflucht findet. Dass sie sagen kann, ich gehe in der Moschee gerne, weil ich in der Moschee belehrt werde. Weil ich in der Moschee willkommen bin.
weil ich in der Moschee erzogen werde. Aber subhanallah, wenn ein Jugendlicher in der Masjid kommt, wenn ein Jugendlicher unter den Muslimen sich fängt aufzuhalten und wir ihn mit schlechtes Benehmen verjagen, wenn wir ihm nicht zuhören, wenn wir nicht für den da sind, wenn wir nicht in seine Probleme helfen, wenn wir sehen, die Jugendlichen haben Ohrringe oder haben ihre Haare komisch geschnitten oder haben ihre Kleidung geändert und wir werden sofort aggressiv gegenüber dieser Sache, wie denken wir, wie wir diese Leute gewinnen können oder wie wir diese Leute ihre Identität zeigen können? Bei Allah subhanahu wa ta'ala, wir können sprechen über die Identität eines jungen Muslims. Allah, aber wo sind diese Muslime? Wo sind diese jugendlichen Muslime, die ihre Identität bewahrt haben, um die Jugend diese Identität beizubringen? Weil die meisten der Jugendlichen nicht in der Moschee sich befinden. Ein Beweis dafür ist, unter uns jetzt, wir sind bestimmt alle ab 20 Jahre alt, wo ist die Jugend nach? Wo sind die? Die Sonne scheint und sie verjagt von der Moschee auch wieder. Die Kuffar haben geschafft, die Jugend mehr anzuziehen als die Muslime. Die Kuffar machen eine Veranstaltung, irgendwas über irgendeine dumme Angelegenheiten und du siehst die Muslime dahin laufen. Ist es so oder nicht? Die Muslime veranstalten gleichzeitig, aber wir schaffen sie nicht hinzuziehen. Ich war das letzte Mal hier, wo diese Parade hier stattgefunden hat, in dieser Stadt. Und wir haben hier einen Vortrag gemacht. Ich weiß nicht, ob manche sich erinnern können. Und wir haben den gemacht, um die Leute hier hinzuziehen, damit wir die Muslime eine Option geben. Und möge Allah alle die Leute von dieser Moschee dafür belohnen, dass wir diesen Muslimen eine Option geben und dann kommt zur Moschee und lass diese Sache sein. Aber selber, wir sehen, ach, warum schaffen die unsere Jugend wegzuziehen von uns? Warum schaffen die unsere Brüder wegzunehmen und unsere Schwestern wegzunehmen? Warum schaffen sie, liebe Geschwister, die Jugend, den Frauen zu erzählen, sie müssen Hijab ausziehen und sie ziehen Hijab aus? Und die Jugend, sie muss sich nicht mit dem Islam befassen, sie muss sich beten und sie verlassen das. Und sie ahmen die nach. Du siehst ja, die Muslime, die tun jetzt mehr die Kuffar nachahmen als die Muslime selbst, als die Gesandten aus seinem selbst. Liebe Geschwister, weil wir die falschen Mittel benutzen. Weil wir die falschen Mittel benutzen, liebe Geschwister. Und diesbezüglich, liebe Geschwister, gibt es einen sehr schönen Hadith vom Gesandten alayhi salatu wassalam. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist sahih und er befindet sich auch bei Bukhari. Und der Prophet a.s. der ist von Anas radiallahu anhu berichtet, قال رسول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Er sagt, erleichtere, يسروا, er sagt, erleichtere und erschwere dich. Bring frohe Botschaft und schreck dich ab. Erleichtere und erschwere dich. Bring frohe Botschaft und schreck nicht ab. Das ist, liebe Geschwister, für uns ist das ein Hadith, den wir jetzt nehmen sollen, über den nachdenken sollen und wir den auch nutzen und praktizieren für unsere Damen. Jeder Bruder und jede Schwester, die sich angefangen hat zu bedecken, jede Schwester, die angefangen hat zu beten, jeder Bruder, der angefangen hat zu beten und der sich natürlich auch bedeckt, weil heutzutage laufen Männer und Frauen nackt, die sich jetzt auch bedeckt, und sie auch Allah Ta'ala gemeinsam fürchten, jetzt müssen sie diese Sache nehmen und auf die gute Art, auf die leichte Art den Leuten es beibringen. Damit wir einen Sieg haben. Geschwister im Glauben, Allah Subhanahu wa Ta'ala fordert Musa alayhi salam und Harun, liebe Geschwister, dass sie zu Pharao gehen und zu ihm sprechen. Aber wie fordert sie Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sagt Allah Ta'ala, geh und schlag ihn und sag ihm, er soll sich ändern, der Pharao? Sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala im Koran, geh und schrei ihn an? Nein. Allah sagt, geh, sagt er zu denen. Und sprich mit Pharao, weil der ist abtrünnig geworden. Aber sprich mit denen in Weisheit, mit weisen Wörtern. Vielleicht er wird fürchten oder nachdenken. Die Gelehrten sagen, das ist ein Maßstab. Ach, das ist ein Delil für die Dauer, für die Art und Weise, wie wir die Leute rufen, wie wir unsere Leute gewinnen. Versteht ihr, liebe Geschwister, Umar ibn Khattab radiallahu anhu, als er Khalifa war, ein Mann hat ihn angeschrien. Er hat ihn angemacht. Dann sagt Umar radiallahu anhu, subhanallah, Allah sagt zu Musa, geh zu Pharao und sprich mit ihm mit weisen Wörtern. Und er sagt, Pharao ist schlimmer als ich gewesen. Also ich bin niemals so wie Pharao. Und du sprichst mit mir auf eine schlimmere Art. Versteht ihr, liebe Geschwister, und das ist das erste Problem, was wir haben. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, das erste Problem mit der Jugend, dass wir haben, dass wir unsere Jugend nicht gewinnen und dass unsere Jugend ihre Identität nicht ändert, sind wir selbst.
Und wenn wir uns nicht selbst ändern, werden sie sich auch nicht ändern. Bei Allah. Wenn wir uns nicht selbst ändern, sie werden sich nicht ändern. Ach, wir können nicht alles durch Schlagen beibringen. Du kannst deinen Sohn nicht beibringen, das geht nur durch diesen Weg. Du kannst niemanden, auch deine Tochter oder deine Schwester oder deine Mutter vielleicht, du kannst niemanden, die Frau nicht beibringen, sie muss nicht bedenken, indem du dir Angst machst. Du musst ihr das beibringen. Als ich einen Dirst gemacht habe, liebe Geschwister, über Hijab, über das Kopftuch tragen, für die Schwestern, und ich die Quellen mir angeschaut habe, mir hat gefallen sofort der erste Satz. Die Person, wo ich die Quellen her habe und die Quellen geschrieben habe, ich lese, wie der sagt, ja, aber das Hijab und dass das schön ist und alles. Und er sagt, und meine Schwester, du sollst Hijab tragen, als allererstes, weil Allah subhanahu wa ta'ala dich schön findet. Weil Allah ta'ala dich schön findet dadurch. Er hat nicht gesagt, ja, weil er hat versucht, jetzt irgendwie wissenschaftliche Beweise zu bringen, dass in der Sonne Hijab mehr, es ist doch nicht so warm wie es und mit Kopftuch ist es schon kühler und solche Sachen, wie manche Leute kommen, mit Beweis ankommen, also mit diesen Sachen, um die Leute das Hijab schön zu machen. Nein, Achi, der Satz ist Halas. In diesem Satz ist der Ohid drin, Achi. In diesem Satz ist unser Glaube. Weil Allah Ta'ala es schön findet, weil Allah Ta'ala es so will. Versteht ihr, dass die Schwestern das auch verstehen, dass wir das machen, dass sie das machen sollen. Warum? Weil Allah Ta'ala es liebt. Weil Allah Ta'ala es so mag. Weil wir auch begehen Taten nicht, weil es Menschen mögen. Weil als allererstes, weil Allah Ta'ala es so macht, liebe Geschwister. Als ein Käfer mich fragte, warum ich kein Schweinefleisch mehr esse, ja, ich saß im Garten und ich habe Grill vorbereitet für die Brüder. Und dann kam mein Nachbar runter und hat zu mir gesagt, und sind das Schweinewürstchen? Ich habe gesagt, nein, Alhamdulillah sind das keine. Ich habe gesagt, wieso? Ich habe ihm gesagt, als allererstes sage ich dir wieso. Ich gesagt, weil Allah dir alles verbietet. Nicht jetzt, weil Schweinefleisch nicht schlecht für die Leber oder schlecht für den Magen ist. Mag es ein schlecht für Sachen sein. Ich habe gesagt, als allererstes, weil Allah Ta'ala es verboten hat. Für mich ist das allererste Gesetz. Weil Allah Ta'ala sagt nein. Und da geht nichts drüber. Ich brauche nicht mal Erklärung, Achim. Weil Allah Ta'ala verbietet es und Allah ist allwissend. Er weiß das, was ich nicht weiß. Und er weiß auch das, was ich weiß. Und er weiß Sachen, die ich nie wissen werde. Und ich soll das ins Frage stellen? Ich soll Ausreden oder Gründe dafür suchen? Als allererstes, und glaube, liebe Geschwister, da kommt das Zweite. Weil die Jugend den Glauben nicht kennt, weil die Jugend den richtigen Glauben nicht geschmeckt hat, weil sie nicht weiß, warum sie Sachen tut oder tun soll, verliert sie ihre Identität, liebe Geschwister. Und sie sagt, warum soll ich beten? Geh mal draußen, bei Allah, lass uns gemeinsam draußen gehen. Pack deinen Muslim, frag, warum musst du beten? Betest du, sagst du dir, ja, ich bete vielleicht. Dann sagst du, warum? Der weiß nicht. Der weiß nicht, warum der beten soll. Leute, ich habe Muslime von mir gehabt, ich habe ihm gesagt, sprich mal die Schahada. Er hat sich Muslim genannt, er konnte die Schahada nicht aussprechen. Und da fängt der erste Fehler. Beim Elternhaus selbst, liebe Geschwister. Bei den Eltern, als allererstes. Wenn sie sich nicht mit ihren Leuten, mit ihren Söhnen, mit ihren Töchtern, mit den Jungen sich nicht befassen, mit den jungen Leuten, was erwarten sie? Dass der Imam alle Kinder erzieht gleichzeitig? In der Moschee, indem man sie vielleicht Wochenende da lässt. Liebe Geschwister, stellen einen Jungen in Mönchengladbach. Jahrelang wurde der in Moschee gebracht von seinen Eltern, dass er lernt. Er hat auch viel vom Koran auswendig gelernt, aber ich will euch gar nicht sagen, in welchem Weg momentan da ist. In welchem Weg er sich befindet. Dass der Frauen verkauft und solche Sachen ist gar nichts mehr. Er macht ihm Schlimmeres. Das ist das Achim. Weil die Eltern gedacht haben, ja, ich gebe mein Kind in der Moschee, der immer macht das schon. Subhanallah, der Mann hat selber Kinder auch. Und er hat auch andere Sachen. Du bist doch der erste Erziehungsteil. Du bist doch der erste Ausgangspunkt für deinen Sohn, für deine Tochter. Wenn dein Kind, du musst der erste sein, der antworten kann. Darum ist es auch wichtig, dass du dich auch mit Wissen befasst, mit dem Islam befasst. Die Frauen, die Männer, auch die jetzt keine Kinder haben. Die Schwestern, dass sie auch jetzt lernen, damit sie später antworten können. Ist das Kind sagt, Mama, warum trägst du Hijab? Und sie sagt, weil meine Oma das so gesagt hat. Oder weil deine Oma gesagt hat, soll Kopftuch tragen, ich trage Kopftuch. Weil Papa gesagt hat, ich muss beten, ich bete. Ja, ach, ich muss Allah und sein Prophet. Alayhi salatu wassalam. Versteht ihr, liebe Geschwister, wenn wir auf die Jugend schauen, auf die Zukunft, die sehr wichtig sind, die momentan in voller schlechten Dingen verfallen ist, die Jugend, die verloren ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala unsere Jugend ist verloren. Wenn wir auf die jetzt schauen,
müssen wir direkt, liebe Geschwister, auf uns zurückschauen. Wenn wir mit einem Finger zeigen, müssen wir mit fünf Fingern auf uns zeigen. Wallahi, wir müssen das so machen. Weil wir verlangen von der Jugend Änderung, aber selbst haben wir uns nicht verändert. Wir verlangen von der Jugend, dass sie wissen, aber wir selber wissen nicht. Wir verlangen von der Jugend, liebe Geschwister, dass sie betet, aber vielleicht der Vater betet selbst nicht. Das ist genau so, als ich, liebe Geschwister, junger war und mein Vater zu mir gesagt hat, rauch nicht. Wie ich sie geschraubt habe, hat er gesagt, ich schaue dich kaputt. Ich habe Angst vor seiner Hand gehabt. Das stimmt. Ich habe auch in diesem Moment gesagt, oh krass, wenn der mich erwischt, ist das Problem jetzt. Aber ich habe nie verstanden. Ich habe damals nie verstanden, warum ich nicht rauchen soll. Ich habe mir gedacht, krass, die rauchen alle voll Spaß, die lachen dabei und die rauchen Jahre von Jahren, die passiert nichts mit mir, verbietet ihr zu rauchen. Warum? Warum soll ich nicht rauchen? Habe ich mich gefragt. Ich konnte es nicht verstehen. Und natürlich habe ich mich auch nicht davon fernhalten können. Und genauso mit jeder anderen Sünde. Trink nicht, aber Vater trinkt. Geht nicht. Das ist das. Für die Jugend, für die Identität der Jugend, für ihre Bewahrung sind wir erstmal verantwortlich, die Eltern. Ich habe auch Kinder, ich bin verantwortlich dafür. Und das von den ersten Jahren an, dass du von Anfang an dein Kind beibringst, was Sache ist. Auch wenn das klein ist, nimm das ernst. Nimm es ernst. Der kann vielleicht für jemanden, liebe Geschwister, der kann vielleicht der Grund dafür werden, dass jemand zum Islam kommt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt sowas. Es gab ein Kind, liebe Geschwister, im Kindergarten, als die Frau, oder im ersten Schuljahr, als die Frau gefragt hat, die Lehrerin, die hat gefragt, was willst du werden? Was wollt ihr werden? Jedes Kind hat aufgezeigt und guck mal, subhanallah, jedes Kind spricht das, was er gelernt hat. Und einer sagt, mit Flugzeug, Mechaniker, einer sagt Pilot, einer sagt Polizist. Die Frauen sagen, was weiß ich was. Jeder gibt irgendeine Sache. Wisst ihr, was ein kleiner Muslim gesagt hat? Er hat gesagt, ich will Sahabi werden. Aber wisst ihr, warum der gesagt hat Sahabi? Weil die Eltern, die Geschwister auch Sahaba vielleicht werden wollen. Versteht ihr? Dann hat die Frau gefragt, der Lehrer, warum Sahaba? Was ist das für ein Beruf? Habe ich noch nie gehört. Alhamdulillah, das ist eine sogar Lebensweise. Das ist ein Leben, nicht nur ein Beruf. Danach haben die Eltern mit der Frau gesprochen, mit der Lehrerin, und die haben erklärt, was Sahaba sind und wer die Sahaba sind, was das Gefährten des Propheten sind. Und sie haben ein paar Taten von den Sahaba gezeigt und die haben ihnen was gezeigt und diese Frau hat diesen Namen genommen. Aber liebe Geschwister, warum geschieht das? Weil ihr Kind, liebe Geschwister, unsere Kinder sind so. Die sind so, liebe Geschwister. Ganz weiß. Wie ein weißes Blatt. Wir schreiben darauf. Wir schreiben darauf nach. Versteht ihr? Und was wir als wichtig sind, das schreiben wir darauf. Und das wiedergeben dann unsere Kinder auch. Das wiedergeben unsere Kinder auch, liebe Geschwister. Glaub mir. Und weil sein Kind, ihr Kind, geschrieben bekommen hat, gelehrt bekommen hat, was Sahaba sind, was der Islam ist, und es war ganz klein, lass es 16 Jahre alt gewesen sein, hat das Kind auch das wiedergegeben. Aber wenn das Kind, liebe Geschwister, in ein Haus aufwächst und dem Vater das nicht interessiert, ob das Kind Islam Bescheid weiß. Und er sagt, ja, wenn er ein bisschen älter wird, dann werde ich ihn in die Moschee schicken und dann werde ich ihm vielleicht was beibringen. Und wo die Eltern das nicht interessiert, was die Kinder machen, und sie lassen ihre Kinder von der Straße erziehen und ihre Kinder haben keine Vorbilder, weil die ersten Vorbilder der Kinder sind die Eltern selbst. Und ich habe das an meiner eigenen Tochter gesehen, subhanallah, als ich bei meinen Eltern zu Besuch war, und meine Eltern sind keine Muslime, egal was sie recht leiten, als ich bei denen zu Besuch war, hat meine Tochter, liebe Geschwister, sich so ein Tuch geschnappt, ein Handtuch, und die hat das über den Kopf geschmissen und die fing an zu beten. Dann hat meine Mutter gesagt, was macht deine Tochter da? Ich habe gesagt, sie macht das, was sie von ihrer Mutter gesehen hat. Und subhanallah, ich kann mich erinnern, eines Tages, möge Allah dieses Kind segnen und auch auf den Weg der Rechtschaffenheit bringen. Wir sind einmal rausgegangen und ich wollte auf den Markt gehen. Und meine Frau hat sich fertig gemacht und sich bedeckt und meine Tochter sagt, ich will auch Kopftuch. Und ich sage, guck mal, du bist jetzt, die ist 3 Jahre alt. Ich habe gesagt, was willst du mit Kopftuch? Jetzt ist es noch nicht so weit und inshallah, gerne, aber wir gehen jetzt auf den Markt. Sie hat geweint und so und sie hat es angelassen, ich konnte das Geld nicht abnehmen. Und wir sind so rausgegangen und es hat ihr gefallen. Und das kommt davon. Warum? Weil sie merkt, sie sieht, was passiert zu Hause. Sie nimmt die Eltern, liebe Geschwister, als Vorbilder. Ich weiß nicht, ob ich ein gutes Vorbild bin, aber ich bitte zu Allah, dass ich das Beste bringe meiner Tochter. Und ich weiß, dass das Beste für mein Kind ist die Religion. Das Beste. Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das Beste für mein Kind ist, dass mein Kind weiß, wer ist Allah. Und dass mein Kind weiß, wer ist der Prophet. Und dass mein Kind kennt, ihr seid Religion.
Warum? Weil wenn mein Kind sterben wird, wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht fragen, welchen Job sie gemacht hat, oder ob ihr Mann reich war, oder ob sie viel Geld hatte, ob sie ein großes Haus gehabt hat. Nein, Allah ta'ala wird das nicht fragen. Und wer das behauptet, bring mir Achi den Hadith und wir können gemeinsam den Hadith lesen. Über Adab al-Qabr, über Grab, über den Pein im Grab. Und du liest selber, Achi, welche Fragen die Engel dir stellen. Und sag mir, ob die Engel eine Frage überhaupt von dir stellen. Darum, ich weiß, dass das, das muss ein Gewissen als Eltern, dass für unsere Kinder das Erste, Achi, ist die Religion. Die Religion, die wir ihnen mitgeben müssen. Und wir müssen uns von keinen fürchten diesbezüglich. Ihr müsst euch von keinen schämen. Von wem soll ich mich schämen, subhanallah? Ich bin Muslim, alhamdulillah. Islam ist die Wahrheit. Dadurch kommt man ins Paradies. Allah bewahrt mich vor der Hölle. Und ich soll mich schämen? Schämen sollen die anderen. Sie sollen sich schämen, die religionslos sind. Oder orientierungslos. Und ihre Kinder mit Schlechtem beibringen. Und sie denken, sie haben ihre Kinder eine sogenannte Freiheit gegeben. Ja? Sie denken, sie haben ihre Kinder so eine sogenannte Freiheit gegeben. Warum? Sie sagen, sie kann frei laufen, rumlaufen, wie sie will. Und wenn die Tochter irgendwann zurückkommt und sie hat Krebs, Gebärmutterkrebs oder irgendeine Krankheit, oder wenn das Mädchen weiß nicht mehr, wo sie ist, weil sie erniedrigt worden ist von der Gesellschaft und sie auch nicht mehr braucht, wie die Gesellschaft ist, weil, liebe Geschwister, die Gesellschaft ist so. Und das sollen die Schwestern hören. Wenn sogenannte Leute euch sagen, ihr müsst euch befreien, ihr müsst euer Hijab ausziehen, ihr müsst euch zeigen, ihr seid Frauen und die euch so einen Schwachsinn erzählen, ich sage euch eine Sache nur. Bei Allah, dieselben Leute, wenn ihr querschnittsgelähmt werdet oder wenn ihr ein Teil von ihrem Körper wird behindert, fragt mal dieselben Leute, ob die von euch was wissen wollen. Fragt mal dieselben Leute, ob die zu euch sagen werden, zieh dein Hijab aus, gib dich, zeig dich. Wenn nur irgendein Übel dich trifft oder eine Krankheit dich trifft und du bist nicht mehr so nutzbar für diese Gesellschaft, wie du mal warst, frag mal diese Leute, ob die zu dir kommen und dich immer noch befreien wollen. Aber die Muslime sind immer da. Und die Religion des Islams ist immer für dich da. Auch wenn du im Nachhinein gesündigt hast und du Reue zeigst. Warum? Ganz klar, Hadith, liebe Geschwister. Von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt, das ist ein Hadith, wenn, oh mein Diener, wenn, oh so ein anderes, wenn deine Sünde bis in den Himmel reicht und du bittest um Vergebung, ich vergebe dir. Guck mal, subhanallah, was für ein Herrn wir besitzen. Was für ein Herrn wir besitzen. Was diese Religion ist, wie wertvoll sie für uns ist. Versteht ihr? Und diese Leute erzählen immer was von Befreiung. Was für eine Befreiung? Nein, sie nehmen dich als Gefangene für ihre Gelüste. Für ihre eigene, liebe Geschwister, Geschäfte. Weil sie denken, weil sie wissen, sie können daraus profitieren, sie können daraus irgendwas machen, sie erzählen diese Lügen. Und Alhamdulillah, und ein Beweis, liebe Geschwister, von 100%, wenn man von 100% gehen, Leute, die zum Islam konvertieren, 70% davon sind Frauen. Meistens sind Frauen, die zum Islam konvertieren, als Männer. Und junge Frauen, die sich freiwillig für Hijab und für die Bedeckung sich entscheiden. Und warum, liebe Geschwister? Weil diese Leute erkennen die Wahrheit und erkennen den Sinn und erkennen die Wichtigkeit im Leben. Aber natürlich will ich ja nicht über Konvertierte sprechen, über Leute, die zum Islam verschwinden. Nein, ich will über unsere Leute reden, die in der Umma sind, die Muslime sind, liebe Geschwister, aber verloren gegangen sind. Weil gestern habt ihr auch schon Hassan gehört, möge Allah ihn segnen. Was hat er gesagt? Ja, natürlich haben wir Leute, die zum Islam konvertieren, aber gleichzeitig haben wir vielleicht 20 Leute, die den Islam verlieren. Von den Muslimen selbst. Bei Allah, liebe Geschwister, wir haben einmal einen Tag der offenen Tür gemacht bei uns in der Masjid. Es kamen drei Leute, vier Leute, die Interesse zum Islam hatten. 6, 7 Frauen vielleicht. Ja? Wir haben einen Tag veranstaltet für Muslime. Wir haben gesagt, wir drehen das Spiel um. Wir machen Infotag für Muslime. Wir haben 270 Leute gehabt. 200 Männer und 70 Frauen. Nach dem, zum Vortrag, zu diesem Tag, sind so die Leute, die sich als Gangster und so cool sehen und sich hochmachen, sind mit hohen Schultern und hohem Kopf in die Moschee reingekommen. Und später, nach diesen zwei Vorträgen, wir haben zwei Vorträge gemacht, sind sie mit gesenktem Kopf rausgegangen. Und sie haben es geschenkt. Oben waren Frauen, sie sind gekommen, gestylt, sie wollten die Moschee nicht bedeckt verlassen. Und dann habe ich gedacht, subhanallah, wie wichtig ist, dass wir uns für unsere Umma kümmern.
Ich kann das doch nicht glauben. Wir haben einen Tag Veranstaltung, wir haben so viele da gehabt. Und Leute, wenn ich sage, 200 Leute, nicht Brüder, die praktizieren und beten. Und die gehen immer zum Schneiden. Nein, Leute, die von der Religion weit weg sind. Und Disco, Leute, die Disco-Partys veranstalten und solche Sachen. Diese Leute sind gekommen. Dann habe ich gemerkt, wie wichtig ist, dass wir uns um die Muslime kümmern. Um unsere eigenen Brüder, weil sie brennen, liebe Geschwister. Sie wollen auch geholfen werden. Aber wir sind taub geworden. Sie rufen nach uns. Aber wir sind taub geworden. Wir hören sie nicht mehr. Wir hören sie nicht mehr. Wir sind hochmutig gegenüber sie geworden. Wir haben ein bisschen Islam geschmeckt. Wir haben zwei, drei Hadithe auswendig gelernt. Wir haben gelernt, den Koran zu lesen. Und wir hören den Rest nicht mehr. Khalas, ich entscheide das für mich selber jetzt. Und mich interessiert der Rest nicht. Und das ist eine sehr falsche Sache, liebe Geschwister. Das ist eine sehr falsche Sache. Und bei Allah, glaubt ihr, ich kann das nur tausendmal wiederholen, liebe Geschwister. Wir müssen bei uns selber anfangen. Bei uns. Und uns selber fragen, was kann ich machen für die Muslime, die verloren sind? Was kann ich machen als Bruder für die Brüder, die verloren sind? Was kann ich als Schwester machen für die Schwester, die verloren sind? Was kann ich aufgeben? Heute ist doch ein Tag. Wer hat jedem seinen Freund ein SMS geschrieben, den der kennt und der betet? Wer hat das gemacht? Ein SMS, Achi. Dass du geschrieben hast, Bruder, oder wie geht's dir, Achi? Heute findet in der Moschee so und so einen Vortrag über Jugendliche und so. Man kann das schön gestalten. Komm vorbei. Ach, lass ihn nur zum Nachdenken bringen. Lass den noch zum Nachdenken bringen. Der muss hier nicht kommen. Wer macht denn nicht? Kann sein, dass der nicht kommt. Warum? Weil die Angst haben, weil die denken, oh, wenn ich in die Moschee gehe und alle gucken mich so an. Subhanallah, ich habe gelernt als Muslim, dass ein Lächeln zu seinem Bruder ist eine Sadaka. Habt ihr das nicht gelernt? Haben wir das Muslim, haben das vergessen? Oder kennen wir das nicht? Dass wir gut sind zu unseren Brüdern? Dass wir wünschen wir nicht dasselbe, liebe Geschwister? Der Prophet sagt in einem Hadith, liebe Geschwister, La yu'minu ahadukum, la ahadukum, man yuhibbu li ahihi, was du liebst für deinen Bruder, du bist nicht Mu'min, bist du das für deinen Bruder liebst, was du liebst. Für dich. Liebe Geschwister, was liebst du für deinen Bruder? Musst du auch für dich lieben. Was du für dich liebst, musst du auch für deinen Bruder lieben, liebe Geschwister. Das ist ein klarer Hadith, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam fordert darauf, dass wir diese Sache machen, liebe Geschwister. Dass wir für unsere Geschwister, für unsere Brüder und die Schwestern, für ihre Schwestern dasselbe wünschen und dasselbe lieben, was sie für ihre eigenen Nefs lieben, liebe Geschwister. Was du für deinen eigenen Nefs liebst. Haben wir das vergessen, liebe Geschwister? Dass der Prophet a.s.w. diesen Hadith gesagt hat? Dass der uns aufgefordert hat? Warum dann, wenn der Muslim, der nicht betet, der Muslim, der weit von der Religion im Momentan ist, so eine Angst in der Mächte zu kommen. Muss an uns liegen. Weil wir sind Ahlul Mächte, liebe Geschwister. Wir sind von diesen Leuten, die in der Mächte sind. Also muss das Problem an uns liegen, dass die Jugend sich nicht geändert hat. Gehe ich davon aus. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, die Frage ist, was habe ich gemacht? Was haben wir gemacht für die Leute, liebe Geschwister, die verloren sind und die nicht mehr in der Mächte kommen, liebe Geschwister. Afwan, ich habe den Hadith falsch gesagt. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Keiner ist gläubig, bis er das liebt für seinen Bruder, was er für sich selbst. Versteht ihr, liebe Geschwister? Und eine Sache müssen wir weglassen aus unserem Köpfen. Das zu schnelle Schlechtdenken über eine Person. Das zu schnell schlechtes Denken über eine Person. Meine Schwester, wenn ein Mädchen in die Moschee reinkommt und die ist nicht direkt verschleiert, denk bitte nicht schlecht von mir. Weil du hast genauso angefangen. Brüder, wenn ein Bruder in die Moschee reinkommt und der ist angezogen wie Brad Pitt oder wie irgendein anderer Schauspieler oder irgendein Sänger, ich nehme mal lieber einen Namen aus unserem Land, Bushido und Echo und die ganzen Leuten, ja, wenn einer so ist wie er, denkt mir schlecht von ihm direkt. Bei Allah, wir waren nicht anders. Oder will einer von sich behaupten, dass er so geboren ist? Dieses zu schlechte Denken, liebe Geschwister, macht uns auch kaputt. Dieses zu schlechte Denken voneinander, wir hören eine Sache, wir denken direkt schlecht. Wir suchen direkt Fehler. Das geht nicht, subhanallah.
Ich glaube nicht, dass der Gesandte alaihi salatu wasalam dieselbe Art angewendet hat. Lies doch, liebe Geschwister, wie der Prophet sallallahu alaihi wasalam Leute entgegengenommen hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasalam wieder zu den Leuten war. Und dasselbe, dieses selbe Benehmen, oder ist der Prophet sallallahu alaihi wasalam nicht unser Vorbild? Dasselbe Benehmen müssen wir nehmen. Aber warum der Muslim heutzutage, liebe Geschwister, nimmt nur das als Vorbild, von dem Prophet sallallahu alaihi wasalam, das, was er will? Der nimmt nur das, was er will. Der Prophet hat einen guten Charakter gehabt, der Prophet hat so viele Eigenschaften, so viele Tugenden gehabt, liebe Geschwister, und wir nehmen das, was uns nur passt. Da kommen die Brüder, ja, der Prophet hat neue Frauen gehabt, warum soll ich nicht eine zweite Frau heiraten? Der Prophet hat zu Hause auch gekehrt. Der Prophet hat zu Hause auch seine Frau geholfen. Sahaba haben ihre Sachen selber gewaschen. Sie haben keinen Diener genommen, damit, und die haben selber Brot gebacken. Hast du mal davon gehört, oder ist dir das vielleicht ist verborgen geworden? Das ist das. Wir nehmen nur das, was wir wollen, liebe Geschwister. Versteht ihr? Mir passt, dass es beliebt ist, die Mehrheit. Ich spreche von Mehrheit. Mir passt das, ich spreche davon. Aber alles andere, was gegen mich sprechen würde, ich lasse es sein. Weil du weißt, dass es auch wahr ist. Liebe Geschwister, im Glauben, das ist das Wichtigste. Dass wir jetzt mehr eine Sache, dass wir uns fragen, was haben wir getan für die verlorene Jugend? Was haben wir für sie getan? Und dass wir aufhören, direkt schlecht zu denken. Ich weiß nicht, warum das passiert, liebe Geschwister. Das Erste, was in unseren Köpfen hineingeht, ist das Schlechte. Wenn wir jemanden sehen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es unser eigener Netz, der uns nicht zulässt, dass wir gut denken über eine Person. Denke gut, Achim. Denke als allererstes gut. Entgegne deinem Bruder mit gutes Benehmen. Wenn du einen Bruder siehst, dann geh auf ihn zu und schau so, als würdest du da sitzen. Du. Und so wie du willst, dass man mit dir redet, rede mit ihm. Und so wie du willst, dass man dich ändert, ändere ihn. Und so wie du willst, dass man dich mahnt, ermahne ihn. Auf dieselbe Art und Weise. Und denke mal, ne? Und macht Allah, hat Musa aufgefordert, dass der mit Weisheit spricht, in weise Wörter, mit Pharao. Und Pharao hat gesagt, ich bin Gott. Welcher Bruder, der hier von der Straße zurückkommt, hat das von sich behauptet? Welcher Bruder, den du kennst, der kommt von der Straße, vielleicht hört er Musik, vielleicht hat er Sinner gemacht, vielleicht war er Diskothek, ich weiß nicht, welche Sünde er auch immer ihn befallen hat, der findet jetzt zurück zum Masjid. Sag mir, wer von den Achim sagt diese Aussage von dir? Kein Achim. Wenn du den Allah erinnerst, dein Bruder wird klein. Wenn du bei dem Prophet sprichst, vielleicht der fängt dann zu weinen. Versteht ihr? Erst recht, da müssen wir Weisheit anwenden. Und Baala, ich spreche uns an, Achim, liebe Geschwister, weil ich von Anfang an gesagt habe, wir, der erste Grund sind, liebe Geschwister, dass manchmal die Jugend verloren ist. Wir sind der erste Grund. Aber ich sage euch auch, warum die Jugend Identität verloren hat, liebe Geschwister. Ich erwähne natürlich auch andere Sachen, warum die Jugend Identität verloren hat. Wir haben gesagt, liebe Geschwister, als allererstes Problem sind die Eltern. Die vergessen haben, ihren Kindern eine muslimische Erziehung zu geben. Die vergessen haben, ihre Kinder so zu erziehen, wie Allah sagt in seinem Buch und der Prophet in seiner Sunna, in seiner Hadith, liebe Geschwister, berichtet. Die haben das vergessen. Der erste Teil, weil wir Angst haben, dass unsere Kinder in die Moschee zu schicken. Und sagen, oh, vielleicht übertreiben in der Religion. Subhanallah. Es gibt ein Hadith, liebe Geschwister, der Gesandte alaihi salatu wasalam sagt, Ad-Dunya tusijnu al-Mu'min wal-Jannatu al-Kafir. Die Dunya, diese Welt, ist ein Gefängnis von den Mu'min und eine Jannah für den Kafir. Wer fühlt sich wie ein Gefangener hier? Wer fühlt sich im Gefangenen sein? Als Mu'min. Wir übertreiben in der Religion, als von dem, warum der Allah an, liebe Geschwister, gefoltert und dann umgebracht worden ist. Wisst ihr, was sein letzter Wunsch war? Dass er zwei Rekka betet. Und er hat diese zwei Rekka mit Khushu'a gebetet. Wenn der Imam eine Sura zu viel macht, dann fliegt er aus. Er war kurz vorm Sterben. Hubeiba, liebe Geschwister, radi Allah an, Said ibn Amr, liebe Geschwister, war Zeuge in seinem Tod, in dieser Hinrichtung. Und er hat zwei Rekka verlangt. Und der hat sie gebetet. Und ich sage euch was, weil die Leute sagen, wir übertreiben. Der hat die zwei Raka gebetet, in Ruhe, mit Khushu'a, liebe Geschwister. Und der hat sein Gebet vollendet. Und danach hat er sich umgedreht und der hat zu dem Quraysh gesagt, ich hätte länger gebetet. Wenn ich nicht gefürchtet hätte, dass ihr dann behaupten würdet, dass ich Angst vor dem Tod habe.
Und man hat ihn getötet und man hat zu ihm gesagt, würdest du nicht wollen, dass der Prophet Muhammad auf deiner Seite jetzt steht? Auf deiner Stelle? Er hat gesagt, ich konnte niemals, sagt er, niemals konnte ich in Ruhe mit meinen Kindern und meiner Frau sein, wenn ich wüsste, nur ein Dorn würde den Prophet stechen. Darauf haben die Quraysh getötet, liebe Geschwister. Allah, wo ist unsere Übertreibung, subhanallah? Unser Chef sagt, du betest nicht Jumma, ich bete keine Jumma. Du betest nicht in der Arbeit, ich bete nicht in der Arbeit. Du änderst mich äußerlich, ich ändere mich äußerlich. Was für Chef, ein Mädchen sagt das. Ein Mädchen, hier zu den Jugendlichen. Ein Mädchen guckt dich mit anderen Augen an, du vergisst die Religion. Dieser Sahabi, Achi und Sahaba, sind die Gefängnisse von Sallam, die sind eine gesegnete Generation, der wird massakriert, liebe Geschwister, er wird getötet, er wird gerade gefoltert und er wird gefragt, willst du nicht, dass der Prophet an deiner Stelle ist? Er hat nicht alle gesagt, guck mal seine Antwort. Und wir, eine Sache von der Dunya, eine Kleinigkeit, lässt uns unsere Religion vergessen. Die Kuffar erzählen eine Sache und wir haben Angst, in die Moschee zu gehen. Die kommen mit einer Sache, ach, und wir kriegen direkt, wir zittern. Und dann manche Gemeinden, nein, wir laden den und den Sheikh laden wir nicht mehr ein, vielleicht kommen die Kuffar und dann machen die Stress und so. Von wem hat es vor allem, subhanallah? Denk auch an die Aussage von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, wo der sagt, was wollen die meine Feinde mir antun? Wollen die mich in Gefangenschaft nehmen? Sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, liebe Geschwister, dann ist das eine Entsagung von dieser Welt. Dann bist du nur du und Allah subhanahu wa ta'ala und du kannst dicker machen. Wollen die mich abtreiben, wollen die mich vertreiben, dass ich aus diesem Land rausgehe? Sagt er, damit werde ich neue Länder sehen und neue Menschen kennenlernen. Wollen die mich töten, dann werde ich Scharif für Allah. Was wollen die dir antun? Gar nichts. Und die Kühe, die haben nichts antun, weil wir auch nichts Schlechtes bringen. Wir bringen das Gute in die Menschen, versteht ihr? Und das ist das, wie die Leute, die sagen, wir übertreiben. Und ich will nicht nur Übertreiber werden wie du. Wer ist übertreiben? Was verstehst du unter dem Wort übertreiben? Weil ich ein Bart trage? Denk, das ist übertrieben? Das ist übertrieben für die Leute, weil das vergessen worden ist unter der Oma. Weil ich ein Gewand trage, das ist genauso übertrieben, weil die Leute es vergessen haben, wie die Kleidung der Muslime damals war. Was ist denn übertrieben, Achi? Hast du jemals Risse in meine Füße gesehen von zu viel Beten? Nein, Achi. Hast du mir so viel Weinen gesehen überhaupt? Fasten wir freiwillig? Ach, die Sahaba haben viel gefastet, wir essen viel zu viel. Die Sahaba haben viel geweint, wir lachen viel zu viel. Die Sahaba haben viel gebetet, wir verlassen das Gebet. Die Sahaba haben jegliche Sunna vom Gesandten alayhi salatu wassalam genommen. Ach, wir sind ein Muslim, wenn der hört, ja, diese Sache ist beliebt, ist der, als würden wir 100 Kilo verlassen haben. Der liest eine Sache vom Prophet sallam, und der Prophet hat was gemacht. Muss ich jetzt machen? Ach, nein, das ist beliebt, musst du nicht machen. Alhamdulillah, ich habe gedacht, jetzt kommt noch mehr. Weil wir so viel machen. Weil wir so viel. Fünfmal am Tag beten ist Übertreiber geworden. Subhanallah. Wallah, liebe Geschwister, Hassan al-Basri, rahimahullah. Ihr kennt Hassan al-Basri? Hassan al-Basri, einer von den Tabi'un. Als er, liebe Geschwister, seine Schüler gelehrt hat und diesen eine Generation weiter, sagte der, ich kannte 70 Veteranen von Badr. Er kannte 70 Leute, die gekämpft haben in Badr. Er hat gesagt, sie hatten nichts anderes an außer Wolle. Und sie haben die Dunya nicht ernst genommen. Die Sahaba. Und dann sagt Hassan al-Basri, hättet ihr diese Leute gesehen? Guck mal zu wem, nicht zu uns, ne? Er sagt das zu den Tabi'un. Zu einer Generation danach, die auch zu der goldenen Generation gehört. Er sagt, hättet ihr diese Leute gesehen? Ihr hättet gedacht, sie wären verrückt. Hätten die aber euch gesehen, sagt der Hassan al-Basri zu denen. Die Besten, hätten die Besten unter euch gesehen. Die hätten gesagt, ihr habt keinen Anteil am jungen Lachen. Ihr habt keinen Anteil am jungen Lachen. Guck mal, der Tadat, wer Hassan al-Basri die Generation danach? Oder die Tabi'un selbst? Und der Prophet sagt, die goldene Generation, das sind die goldene. Aber warum Tadat sind die Geschwister? Weil glaubt mir, Achi, weil wir viel mehr tun müssen. Weil wir viel machen müssen, liebe Geschwister. Weil wir sind von den Leuten geworden, die viel reden, aber wenig tun leider. Allah, wir sind alle von Ashabul Ghulub, wir sind alle, die Fehler machen. Wir dürfen unsere Fehler befreien, liebe Geschwister, und verzeihen. Aber liebe Geschwister, wir müssen auch wirklich lernen, ich selber. Und wenn ich zu euch rede, Barallah subhanahu wa ta'ala, 10-mal zu mir, einmal zu euch. 10-mal, wenn ich 100-mal zu mir, das meine ich ernst.
Wenn einer sagt, ja, der sagt das jetzt so, weil er will sich ein bisschen runter machen. Nein, ich will nicht wissen. 10 bis 100 Mal zu mir, einmal zu euch. Weil ich muss mich selber ändern, damit ihr euch auch ändert. Versteht ihr, liebe Geschwister, wir müssen endlich von den Leuten werden, die was sagen und die auch das tun. Hasan al-Basri, rahimahullah, als er einmal gefragt worden ist, dass deine Khutba, dass eine Khutba macht über Sklavenbefreiung von einem Mann, hat er 4 Wochen gewartet, 4 Jumu'ah, die Jumu'ah sind vergangen, und dann hat er über dieses Thema gesprochen. Dann hat er über dieses Thema gesprochen. Danach, liebe Geschwister, kam dieser Mann zu und hat gesagt, Chef Barakallahu Fik, dass du gesprochen hast darüber, aber du hast 1 Monat gebraucht. Warum? Er hat gesagt, guck mal, Achri, hat er gesagt. Ich habe erstmal gearbeitet. Dann habe ich Geld verdient. Dann habe ich mir einen Sklaven gekauft. Dann habe ich diesen Sklaven befreit. Dann habe ich über diese Sache gesprochen. Damit ich nicht von dem bin, wo Allah sagt, sie sprechen das, was sie nicht tun. Guck mal, verinnerlich. Guck mal, verinnerlich. Ich will nicht wissen, wie oft wir Sachen gesprochen haben, die wir nicht tun, liebe Geschwister. Wie oft wir Leute zu etwas gerufen haben, das wir nicht tun. Wir erzählen den Leuten und auch den Nicht-Muslimen Brüderlichkeit, Zusammenhalten. Aber manchmal vermissen wir das selber unter uns. Wir vermissen es unter uns. Versteht, liebe Geschwister? Wie gesagt, kommen wir auf den Punkt zurück. Die Eltern, liebe Geschwister, ist der wichtigste Teil für die Jugend, dass sie ihre Identität bewahren. Der erste Teil. Dass sie ihre Kinder nach dem Islam erziehen und sie sollen dann nicht, liebe Geschwister, halblang machen, sie sollen das komplett, ihre Erziehung auch basieren auf dem Islam. Auf dem Islam basieren, liebe Geschwister, und gibt es keine Übertreibung. Übertreibung ist was anderes. Diese Übertreibung ist eine Falle von Shaitan, damit du nichts machst. Er sagt dir, übertreiben, und dann hältst du dich komplett fern. Das zweite, liebe Geschwister, ist falscher Ratschlag, dass man den Leuten falsche Nasiha gibt. Dass manche Leute denken, ich gehe zu den Leuten und sage, ich halte euch fern von dieser Masjid, die Leute da und die machen das und so. Dass man den Leuten Falsches gibt, liebe Geschwister, mitteilt. Und diese Leute müssen Allah Ta'ala feststellen, diese Leute haben wir, liebe Geschwister. Glaub mir, bei Allah, wir haben es, liebe Geschwister. Kann sein manchmal, dass das der Elternteil selbst ist, aber das sind auch manchmal Leute von außen. Manchmal Leute von außen. Es gab ein Mädchen, liebe Geschwister, 16 Jahre alt, sie hat geschrieben, einmal in einem Forum, dass sie Sinnal gemacht hat. Zum ersten Mal sagt, ich habe heute Sinnal begangen und ich will Tauber machen. Ob sie wieder Tauber machen kann. Und Alhamdulillah, man hat ihr geantwortet, dass sie Tauber machen soll. Aber sie hat erzählt, nachdem sie Sinnal gemacht hat, ist sie zu ihrer Mutter gegangen, muslimische Familie, sie ist zu ihrer Mutter gegangen und hat gesagt, Mama, das und das ist mir passiert. Wisst ihr, was die Mutter gesagt hat? Du bist doch noch jung. Ja, ich habe mir in diesem Moment gedacht, subhanallah, wenn die Eltern zu der Tochter sagen, du bist doch noch jung, was sollen wir der Tochter erzählen? Wenn der Kerl verfault ist, wir stehen außenrum, was sollen wir erzählen? Versteht ihr? Alhamdulillah, dass die Schwester noch trotzdem die Taube gesucht hat und sie hat Reue gemacht und sich geändert. Aber liebe Geschwister, das ist schockierend. Schockierend, wenn du sowas hörst. Wir sagen Islam und Koran ist das Wort Allahs und du musst darauf hören und die Sunna des Gesandten. Darauf geht der Vater und sagt zu seiner Tochter: Zieh den Hijab aus, wir, die schmeißen dich aus der Ausbildung raus. Du machst die Ausbildung zu Ende, zieh den Hijab aus. Was ist das, Achi? Wallah, ich habe in der Moschee bei uns in der Masjid, habe ich sehr viele Eltern gehabt, die das gemacht haben, ihre Töchter. Ich habe mich gefragt, Achi, was ist das? Du verlangst von deiner Tochter, dass sie sich zeigt, dass sie eine Sünde begeht, wegen einer Ausbildung? Sie soll niemals auslernen. Sie soll nie eine Ausbildung kriegen. Und sie soll ihren Hijab bewahren. Was ist das denn für eine Erziehung, subhanallah? Das heißt nicht, dass wir sagen, die Leute sollen nichts lernen. Die sollen lernen. Die sollen lernen. Die sollen gut, die sollen versuchen, etwas zu lernen. Aber Achi, der Islam und die Religion darf nicht darunter leiden. Die Religion, der Person darf nicht darunter leiden, wegen einer dummen Angelegenheit. Ich schalte die Brüder und die Schwestern schalten Handys aus. Oder macht die auf lautlos, inshallah. Das ist besser, inshallah. Dann kann man nicht, sonst wird man durcheinander gebracht. Wie in der Geschwister im Glauben, der zweite Punkt der Jugend
dass sie eine falsche Identität bekommen, ist das schwierigste Teil überhaupt. Ist das schwierigste Teil überhaupt. Und zwar, liebe Geschwister, dass unsere Jugend falsche Vorbilder hat. Sie haben falsche Vorbilder. Und das ist das Schwierigste. Jemanden mal Vorbild machen, das ist das Wichtigste. Einmal wichtig und einmal, liebe Geschwister, ein schwieriges Teil, den Leuten ein richtiges Vorbild zu geben. Und die sind die Jugend, liebe Geschwister, sie nehmen Vorbilder wie Sänger, Schauspieler, irgendwas, Models, runtergekommene Menschen. Und sie denken, dass diese Leute, diese Vorbilder sind richtig. Aber ich sage der Jugend zu diesen Vorbildern was. Auch wenn nicht die ganze Jugend da sitzt. Wir können das weitergeben. Ihr hört das, ihr seht ein Jugendchen, ihr sagt mir das auch. Diese Vorbilder, liebe Geschwister, diese Sänger, diese Schauspieler, sind so runtergekommen, weil sie können nicht mal eine Ehe führen. Sie können ihr Leben, kriegen sie nicht zustande. Sie flippen in ihren sogenannten Ruhm, sogenannten Erfolg, flippen sie so aus, dass sie ganz kaputt gehen und dann in die Psychiatrie landen. Brauchen keinen Namen zu nennen. Genug Schauspieler, genug Sängerinnen, genug Sänger. Ja, schneiden sich nach 2 Jahren, 3 Jahren Glatze. Warum? Ich weiß nicht, wer vorne und hinten ist. Das hat ihr Erfolg gebracht. Die ist so erfolgreich, der geht so gut, die ist so ein Vorbild für eine Frau, dass die nicht mehr weiß, wer vorne und hinten ist, dass sie in der Klapse landet. Bitte schön, nehmen Sie als Vorbild. Willst du auch in der Klapse? Nehmen Sie. Liebe Geschwister, es gibt eine Krankheit hier in Deutschland, die sehr weit verbreitet ist. Und das nennt sich Ritzen. Kennt ihr das? Wo Frauen sich ritzen, sie machen sich Wunden, weil geht es nicht so gut, dass sie sich selbst wehtun. Und sie schlucken Rasierklingen oder sie trinken so Chemikalien, um sich selber weh zu tun. Es gibt Häuser, so es gibt Anstalt dafür, wo diese Frauen da drin sind. Es sind meistens 90% Frauen. Wenn nicht fast 100, aber 90% Frauen. Ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen. Die Mädchen, die da drin sind, sind alle zwischen 15, 13 bis 18 Jahre alt. Alle Mädchen, diese kommen von einer wohlkommenden Familie. Sie haben Geld, sie gehen auf gute Schule. Sie besitzen das, was sie haben, ihre Freiheit, dass sie sich selber wehtun. Sie haben diese Freiheit, ja, und sie zerschneiden den kompletten Körper, weil sie zufügen sich Wunden, das ist grauenvoll. Sie schlucken Rasierklingen, kannst du verstehen, sie schlucken Rasierklingen, weil sie ihnen so schlecht gehen. Aber guck mal, meine Schwester, darunter habe ich keine Frau mit Hijab gesehen. Die haben so viele Anstalten gezeigt, die haben so viele von diesem Problem, von diesem Ritzproblem, und du siehst keine muslimische Frau. Wir unterdrücken unsere Schwestern, wir unterdrücken die Frauen. Wir sagen, die sollen sich bedecken und wir sagen, hör mal zu, du musst jetzt beten, du musst Allah der Allah gehorchen, du musst gewisse Gebote einhalten. Und die sagen, ja, guck mal, wie macht ihr, dass die Frau nicht frei sei? Oder wir unterdrücken die Brüder, die Männer, weil wir sagen, sie müssen sich gewissen Anordnungen halten, damit das Leben, ein vernünftiges Leben, damit die Gesellschaft baut sich damit auf. Bitteschön, eure Frauen, eure Kinder, tun sie selber weh, ritzen sich selber. Warum? Haben sie kein Geld? Doch, sie haben. Haben sie kein Haus? Doch, sie haben. Haben sie keine Mutter und Vater? Doch, sie haben Mutter und Vater. Haben sie keine Freunde? Sie haben Freunde. Was ist das Problem? Es gibt Menschen, die haben nichts zu essen. Sie haben keine Häuser. Sie haben kein Spielzeug. Sie haben keine Kleidung. Sie haben keine Eltern. Ihnen wurden die Eltern vor ihren Augen vergewaltigt, verjagt, getötet. Alles ist mit ihnen passiert. Sie haben das Schlimmste im Leben erlebt. Und trotzdem, sie führen ein vernünftiges Leben. Und eure befreite Kinder, eure befreite Jugend, riecht sich selber und tut sich selber weh und geht den schlechten Weg. Schau auf die Kriminalität heutzutage. Und das geschieht alles durch falsche Vorbilder. Weil sie kein vernünftiges Vorbild haben und sie wissen nicht, auf was sie ihr Leben aufbauen sollen. Darum sage ich der Jugend, liebe Geschwister, das beste Vorbild, so wie ich es am Anfang gesagt habe und so wie es Alhamdulillah es war und es ist, ist der Gesandte alaihi salatu wassalam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der das beste Benehmen hat, liebe Geschwister. Die beste Art und Weise. Seine Art und Weise, wie der mit den Menschen umgegangen ist, mit seinen Frauen umgegangen ist. Ihr kennt doch die Geschichte, wo einmal Aisha radiallahu anha aus Eifersucht einen Teller kaputt gemacht hat. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie angeschrieben? Der ist dahin gegangen, hat die Scherben weggeräumt. Und hat sich umgedreht zu den Sahaben und hat gelächelt. Und hat gesagt, eure Mutter ist eifersüchtig. Aber heutzutage bei uns, wie die Mutter ruft einmal nur deinen Namen während der Anwesenheit deines Besuchs. Vorbei. Versteht ihr, was ich meine? Ihr seht den Propheten alles als Vorbild. Als Vorbild in der Ehe, als Vorbild im Leben, als Vorbild in allem, ins Arbeiten, überall hinein.
als Vorbild, liebe Geschwister, auch für das, was er geboten, für das, was er verboten hat, für das alles, was gekommen ist, liebe Geschwister, und den Koran natürlich auch. Warum der Koran auch? Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam war ja, wie der Koran ist, liebe Geschwister. So wie was der Koran lehrt, das war der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, hat er uns gezeigt und erklärt. Und glauben, liebe Geschwister, und die Jugend, das, was der Islam dir beibringt, gesellschaftlich ist das auch das Beste, liebe Geschwister. Als ein Polizist mich angehalten hat, mich hat ein Polizist mal angehalten, weil meine Frau schwarz bedeckt ist und das kriminell ist, und der hat zu mir gesagt, ja, was soll das, warum ist Ihre Frau so schwarz bedeckt? Und dann haben meine Frau ihn angeantwortet und gesagt, weil ich die Farbe mag und das ist meine Farbe. Ich mag diese Farbe, wo ist dein Problem? Dann habe ich dem Polizist gesagt, gucken Sie, habe ich gesagt. Eine Sache, habe ich gesagt, Sie sind ein Mann und ich bin ein Mann. Er hat gesagt, ja. Ich habe gesagt, seien Sie jetzt mal ehrlich, habe ich gesagt. Die Frauen, die heutzutage rumlaufen, sind Sie angezogen? Ja, zu mir gesagt, ja, die haben, sie sind leicht gekleidet. Ich habe gesagt, seien Sie ehrlich. Er hat gesagt, nein, Sie sind nicht. Ich habe gesagt, wissen Sie was? Das kommt davon, weil die Gesellschaft versaut ist. Und meine Frau, ach, habe ich gesagt, die hat einen Beitrag dazu, sie fügt einen Beitrag dazu, dass die Gesellschaft sich bessert. Weil meine Frau sich nicht so zeigt. Und ich habe gesagt, es gibt Menschen in dieser Gesellschaft, sie haben vielleicht keine Freundin da. Sie haben keine Frau berührt und sie sind verrückt. Ihre Gedanken sind vernebelt. Ihre Gedanken sind dunkel. Und wenn dann irgendwann sie nicht mehr können, sie sind auf der Straße und da kommt ein Mädchen die Straße entlang, sie ist leicht gekleidet und sie fallen sie an. Und dann ist schon Kriminalität. Aber, habe ich gesagt, hat er gesagt, ja, das konnte ja auch passieren bei ihrer Frau. Ich habe gesagt, ja, aber Moment, das kommt davon, weil die Gesellschaft ja auch versaut ist. Ist ja schwer, die zu ändern jetzt. Hätten sich aber, habe ich gesagt, alle Frauen sich bedeckt von Anfang an und sich gehalten, sich geschehen, hätten wir diese kaputte Gesellschaft nicht mehr gehabt. Und hätten wir alles vernünftig und nicht diese Ehebrüche und diese Lusthäuser, hätten wir das Problem nicht gehabt. Und ich habe zu denen gesagt, wissen Sie was, im Grundgesetz habe ich gesagt, im deutschen Grundgesetz steht eine Sache, und zwar ist es verboten, dass man nackt auf der Straße geht. Das ist deutsche Grundgesetz, ist verboten. Zwar wollen wir dieses Gesetz ändern, aber Alhamdulillah ist verboten. So, habe ich gesagt, vor 80 Jahren, Leute, das beweist, habe ich gesagt, eine Sache zu diesem Polizist, das beweist eine Sache, dass vor 80 Jahren die deutschen Menschen damals, die Leute, die das Gesetzbuch geschrieben haben, richtigen Vernunft und Scham haben. Und sie hatten Moral, habe ich gesagt. Und es wäre dieses Gesetz damals nicht gekommen. Weil sie konnten das schätzen. Und der hat Recht gegeben. Und Alhamdulillah, möge Allah den Recht leiten. Aber dass ihr seht, liebe Geschwister und Jugend, der Islam und die Gebote des Islams, die Vorbilder, die der Islam bringt, für dich, meine Schwester, die Frauen des Propheten oder die Frauen der Gefährten, für uns, die Gefährten und der Prophet, liebe Geschwister, diese Sachen, die ändern uns erstmal im Gute und die ändern auch die Gesellschaft ins Gute. Versteht ihr, liebe Geschwister? Und das ist es, was wir unserer Jugend beibringen müssen, und zwar die richtigen Vorbilder. Wem sie als richtigen Vorbild nehmen sollen. Weil durch diese falsche Vorstellung und diese falschen Vorbilder, die sie haben, liebe Geschwister, haben wir ein großes Problem in der Jugend und auch in der muslimischen Jugend. Weil viele muslimische Jugendliche sich Leute als Vorbilder nehmen, liebe Geschwister, diese Vorbilder treiben sie in Sünde, sie treiben sie ins Falsches und sie treiben sie vielleicht nicht in Jahannam. Und das ist das Problem, liebe Geschwister, das sind Probleme, die wir regeln müssen. Ich glaube, ich habe zu vieles gesagt. Und sowieso vor mir haben schon Leute gesprochen, die die Sachen klargestellt haben und auch Gutes gesprochen haben. Und meine Sachen, denke ich, ein bisschen überflüssig waren in das Ganze. Aber ich hoffe, alles, was ich gesagt habe, liebe Geschwister, dass das inshallah ta'ala Khair hat und dass ihr daraus Lehren beziehen konntet oder dass ihr das nutzen könnt für die Religion. Und wenn ich was Falsches gesagt habe, liebe Geschwister, war das nur von mir und von Shaytan. Und wenn ich was Gutes gesagt habe, war das nur von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten alayhi salatu wassalam. Und ich bedanke mich für eure Anwesenheit und eure Geduld, die ihr mitgebracht habt und das Zuhören, inshallah. Und ich hoffe, dass wir weiter in der Zukunft gemeinsam was für den Islam und für die Jugendliche und für alle Muslime tun können. Barakallahu fikum, inshallah, für die Anwesenheit und die Einladung. Falls ihr jetzt Anmerkungen oder Fragen habt zu dem Thema natürlich. Ich habe mal. Ist alles verstanden worden?
Erstmal danke schön, das glaube ich, ich hoffe, dass auch die Jugend, die haben das bestimmt auch mitbekommen und hat auch bestimmt also in unser und ihre Herzen so wirklich also, drin. Ich habe nur, mich hat Mittwoch zum Beispiel was gestört. Und zwar, wir können leider nichts dafür, du nicht und so weiter. Ich habe einen Bericht erstmal auf bei RTL, so die Guten Abend RTL. Und zwar, ein Vater hat seine Tochter, so 12-jähriges Mädchen, verbieten, also die Schwimmunterricht teilzunehmen. Und der ist wirklich zum Gericht und leider haben die Eltern verloren, aber der Vater, der geht noch einen Schritt weiter. Und zwar, also zweiter Schritt, die haben einen welken Junge, einen welken Türken, die ist in Düsseldorf, steht da so ein Name und dann unter Titel, sie kämpft gegen der Frauenunterdrückung. So, ne? Und das hat mich gestört. Und er sagte in einem Punkt, wenn man nicht zu der deutschen Mentalität, also zu, muss ich nicht, also zu diesem Unterricht, Schwimmunterricht gehen und dann ohne Kopftuch und so weiter, da muss auch nach Iran hingehen. Also, das war so schlimm genug für einen Muslim. Und abends so, da habe ich einen Bericht auch in eine junge Mädchen, also zwischen 20 und 24 Jahre alt. Sie lebt in Düsseldorf, in Duisburg und sie will zu Islam also teilnehmen, dass sie den Islam bekannt, wenn man bekannt machen, wenn sie. Wenn jemand sie fragt, dann müssen sie auch, muss sie auch eine Antwort geben. Und die ist, eine andere Seite ist eine Muslim, israelische Muslim, so, ne, oder israelische Palästinenser, so Israeli, so, der hat seine Meinung gesagt. Und wieso ist unsere Mädchen, müssen sie so ein Kopftuch tragen oder lange tragen und so weiter. Und er hatte gesagt, wenn das in der Scharia gibt, dann sollen wir das beweisen. Und das hat mir so wehgetan, und das ist ein Jugendlicher, der 18 Jahre oder 17 Jahre alt. Ja, und das ist wirklich, das war so schlimm genug. Versuchen viel Propaganda gegen uns zu machen und die bringen immer auch, du musst wissen, sie bringen gezielt Leute dahin, gezielt, die sprechen sollen, die was sagen sollen. Deswegen denke ich mir, Allahu alam, sollte man sich nicht von diesen Leuten leiden lassen und vielleicht sich nicht damit viel zu beschäftigen. Man kann zwar immer wissen, was so aktuell ist, aber besser, du beschäftigst dich mit deiner Religion. Und es gibt viele Leute, die versucht haben zu sagen, nochmals, das stimmt nicht und dieses Gesetz gibt es nicht. Alhamdulillah, aber ich sage mal, es gibt ja einen Hadith, was haram ist, ist klar, und was halal ist, ist klar. Und, von daher, wie gesagt, lasse ich nicht von dieser Sache leiden oder damit viel beschäftigen. Weil im Fernseher wird immer viel gezeigt, was nicht wahr ist. Auch wenn es leider so ist. Schöne Antwort. Von mir würdest du nur halbes Zeug kriegen und das würde dich nicht weiterhelfen. Verstehst du? Und es gibt eine Sache von Imam Ayyubi und der sagt, der ist 131 Jahre geboren und er sagte, zum Erfolg eines Jugendlichen oder eines Nicht-Arabers gehört, dass Allah ihn zu einem Gelehrten der Sunna führt.
Inshallah. Wir haben gelernt bis zum Inshallah und da sind wir als Erfolg. Und diesen Erfolg sollten wir noch ausnutzen, Inshallah. Bruder, ich lasse dich bitte nicht abschrecken, von mir zu kommen. Ich weiß einfach nur, warum du dieses Problem seit du so hast. Ich bin dass sie von uns nicht einschüchtern zu fahren. Ich finde, du hast, also, um dich, wenn du mir erlaubst, dich ein bisschen zu loben, zu fahren, um dich zu ermutigen, ich finde, du hast einen sehr, ich sag mal so, zugeschnittenen Vortrag für uns gemacht. Nicht nur für uns Jugendliche, sondern auch für alle Beteiligten in diesem Moschee. Was meiner Meinung nach gestern nicht so der Fall war, aber Alhamdulillah, heute hast du es wirklich auf den Punkt gebracht, mehr oder weniger. Subhanallah. Und Subhanallah, du hast mehrere Probleme der Gesellschaft angesprochen, der islamischen Gesellschaft. Und Subhanallah, ich habe eine Frage, eine persönliche, also mehr oder weniger persönliche Frage, wenn du mir erlaubst, sie zu stellen. Subhanallah, Bruder. Guck mal, ich will das dir nicht verderben, aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich. Behalt die persönliche Frage und stellt ihn eine Person, die Wissen hat. Ich werde dir vielleicht nicht richtig antworten. Und deswegen mach das, bitte, Allah, verzeih mir, sei mir nicht böse. Ich mache es generell nicht. Ich will es nicht, ich darf es nicht. Und wie gesagt, ich habe kein Problem damit. Nur, ach, guck mal, wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und Allah ta'ala wird alle unsere Taten nachfragen. Das Kleinste für mich, verstehst du? Und du kennst den Surah Zalzal, Allah sagt das. Du wirst jedes Stäubchen Gutes sehen, aber ich werde auch jedes Stäubchen Schlechtes sehen. Und ich will nicht davon viel sehen. Verstehst du, was ich meine? Und ich kann mir mit mancher, kann ich mir mehr Schlechtes anhäufen als Gutes. Und der Barakallahu fik auch für dein Lob, egal ob ich besser mache, als du von mir denkst. Und wir werden alle, weil der Prophet Sallallahu hat gesagt, man kann jemanden loben, aber man muss was dazufügen. Keiner von uns wird vor Allah stehen ohne Fehler. So, ich werde auch mit Fehler. Oder wenn du erlaubst, noch mir weiter zufügen. Inshallah. Vielleicht, ich hoffe, um dich zu fragen, Bruder, du hast mir das Problem angesprochen, ne? Subhanallah, Bruder. Und also, ich mache es kurz, inshallah. Hast du ein Schlachtplan? Also ein Schlachtplan in übertragenem Sinne. Also wir wollen jetzt keinen Krieg anzetteln, sondern wir wollen, dass die Muslime gewinnen, weißt du? Dann sag ich, hast du einen Plan, wie wir uns ändern können? Weil wenn du sagst, ein Schlachtplan, kannst du den Leuten erklären, dass es kein Krieg sein soll. Also die nehmen das Wort wörtlich, Bruder. Das soll hier keiner falsch verstehen. Ich möchte jetzt kein Krieg hier anzetteln, ne? Also, nicht falsch verstehen, Bruder. Also, ein Schlachtplan in dem Sinne, es ist in dem übertragenen Sinne, ne? Also, wir wollen gegen Scheitan kämpfen. Das ist das Schlachtplan. Bruder, es gibt einen Plan. Ändert dich selbst, dann ändert sich die Gesellschaft. Das hat damals Sheikh Hassan gesagt in seinem Vers. Er hat gesagt, ändert dich selbst, dann ändert sich die Gesellschaft. Ändert du dich, oder die Leute werden dich ändern. Glaub mir, das ist der Beste. Gibt's keinen anderen. Ich wollte eigentlich nur eine Anmerkung dazu treffen. Ich will nichts sagen, weil wir mit diesem Problem permanent sicherlich als Muslime konfrontiert werden, um geschaffte Antworten zu geben, die jeder dann auch versteht und umsetzen kann. Ich bin der Meinung, du hast mit deinem Vortrag den Nagel voll auf den Kopf getroffen, wenn wir das so formulieren dürfen. Und wir Muslime können uns nur immer wieder verbessern und Gutes tun. Und ich glaube, wir haben die Wegweisung einmal über Koran Karim sehr gut bekommen und über Hadith Sharif, unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, uns vorgelegt hat, wenn wir uns danach orientieren und uns nach diesem Beispiel wirklich auch persönlich ändern und verbessern, dann tun wir einmal uns selbst einen großen Gefallen und natürlich auch der Gesellschaft. Und dann gibt es auch nicht diese Probleme, wenn uns das Fernsehen mit den Medien permanent aufzeichnet, die gelogen sind etc., wo man unterschiedliche Meinungen sein kann, die die Welt verschönern, verbessern.
ich denke, unser Auftrag in dieser Welt ist, und das sage ich auch jetzt heute, Alhamdulillah, vor 6 Jahren habe ich konvertiert, glaube ich, ist das Ziel, diese Welt durchleben, mit dem Auftrag für das Hasanat anzusammeln, damit wir bei Yom HaKiyama uns auf diese Art und Weise für Jannah empfehlen können. Subhanahu wa ta'ala wird richten und leitet uns recht, und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen Weg uns vorgelegt, und ich denke, das sind Beispiele genug. Wenn wir das umsetzen, ist das genügend. Ich hoffe, dass wir das umsetzen. Noch Bemerkungen oder Fragen? Dann schließen wir uns mal an. Nochmal bei der Belohnung für den Bruder, dass er uns besucht hat. Und inshallah habt ihr was mitgenommen. Und setzt das auch vor allem um. Das ist das Wichtigste. Und inshallah werden wir uns noch öfters hier mit diesem Thema beschäftigen, bis wir was erreichen. Barakallahu fikum und Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich glaube, jetzt gleich geht es weiter mit einem anderen Vortrag auf Arabisch. Die Brüder, die kein Arabisch verstehen können, nicht. Ja, in 10 Minuten. Aber wir können ruhig sitzen bleiben. Es wird auch inshallah übersetzt. Ich Kopfhörer. Manche kennen das, manche nicht. Assalamu alaikum. Thank you.